Ralf Jansen ist eigentlich gelernter Physikingenieur. Doch nach beruflichen und persönlichen Krisen entdeckte er sein Talent für die Kunst. Bei der Documenta in Kassel trat der heute 66-Jährige 1997 erstmals als Künstler in Erscheinung. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und wir haben gemalt, ich habe gemalt und mit den Menschen mich unterhalten. Und da ist auch diese Comic-Serie entstanden und das hat sich ja dann später weiterentwickelt, bis hin zu großen Skulpturen, wie man sie heute auf dem Jakobsberg oben, nicht Jakobsweg, auf dem Jakobsberg in Boppard in dieser Golfanlage sehen kann, wo eine sehr schöne große Figur steht, die Venus vom Jakobsberg, die für Haribo entstanden ist. Über 900 Bilder und Skulpturen malte und fertigte Jansen in seiner künstlerischen Schaffenszeit. Seit ein paar Jahren hat er den Pinsel aber gegen die Tastatur eingetauscht. Knapp zwei Jahre schrieb er an seinem Erstlingswerk »Der Teufel zahlt gut, Glück«. Oder Krise. Konkurs, Privatinsolvenz und eine dramatische Krankheit zwangen ihn zum Umdenken. Ich habe mich mein Leben lang immer nur versucht, durch äußere Dinge zu definieren. Ich meinte, es ist wichtig, wie, welches Haus besitze ich, welchen Wohlstand kann ich demonstrieren, kann ich damit Erfolg definieren. Und heute komme ich zu dem Punkt, nee, es gibt andere Werte, es gibt viel wichtigere Werte. Und wir werden die immer wieder so lange, werden uns die Krisen präsentiert, bis wir gelernt haben, auf den richtigen Weg zu kommen. Jansen selbst hat jede seiner Krisen als Herausforderung angenommen. Seine Krankheit lehrte ihn loszulassen. Wenn das Ego zurücktreten kann und die Seele das Ruder übernimmt, das sei der richtige Weg, so der 66-Jährige. Den Weg zu sich selbst zu finden, nicht Werte von anderen übernehmen, sondern seine eigenen finden, darum geht es in seinem Buch. Wenn du dann deinen Weg gefunden hast, wenn sie sagen, okay, mein Ziel ist, Freude zu haben, Gerechtigkeit zu spüren und zu geben oder auch Muße zu haben oder auch Harmonie oder Ordnung, was immer das sein mag, dann ist das der rote Faden. Und was immer dann im Leben begegnet, an Partnerschaften oder an Jobs oder an Existenz oder an Karriere, es sollte dieser rote Faden, das, was für mich im Leben wichtig ist dann, das sollte erfüllt sein. Wenn das nicht erfüllt ist, dann klappt das nicht. Bei Ralf Jansen hat es geklappt. Mit seinem Buch möchte der Hillscheider eine Hilfe bieten, große und kleine Krisen zu meistern und zeigt auf, wie daraus eine Chance erwachsen kann. Der Teufel zahlt gut, ist kein Lehrbuch. Es verlangt nicht, sich durch schwer verdauliche oder wissenschaftliche Ausführungen hindurchzukämpfen. Es möchte Ihnen den Blick für das Wesentliche erschließen und Sie anspornen, einen Schritt ins Neue und Ungewisse zu wagen. Die ersten Gedanken zu »Der Teufel zahlt gut« machte sich der Autor und Herausgeber beim Nordic Walking im benachbarten Wald. Hier bekommt er den Kopf frei. Das ist das Gefühl, als wenn man leer wird, als wenn dann die Gedanken kommen können. Und das ist hier die Inspirationsquelle für mich, um die Zusammenhänge zu erkennen, die Zusammenhänge, wie die wichtigen Dinge des Lebens sind, die Werte sind des Lebens und was wahrhaftig ist. Und ich glaube, dazu brauche ich den Wald. Wenn Sie Ralf Jansen jetzt einmal im Wald treffen sollten, dann denkt er schon wieder an sein neues Projekt. Ein Hörbuch und ein authentischer Bericht einer jungen Frau, die trotz Problemen ihren Weg findet, sind die nächsten Veröffentlichungen. Stillstand ist schließlich Rückschritt.